Hallo, ich bin Frank. In diesem Tutorial für USV-Grundlagen betrachten wir, wie man die richtige USV-Anlage für die zu schützende Last bestimmt und welche Anforderungen an die Installationsumgebung gestellt werden. Die Auswahl der USV-Anlage für die Anwendung eines Kunden kann oft eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Welche USV-Technik wird benötigt? Welche Leistung? Passt sie zur Installationsumgebung? Viele Fragen müssen beantwortet werden, um die richtige USV-Anlage auszuwählen. Die erste und nicht zu unterschätzende Maßnahme ist die Festlegung von kritischen und nicht kritischen Verbrauchern. Die kritischen Anwendungen müssen bei einem Stromausfall weiterbetrieben werden. Ein Callcenter benötigt selbstverständlich Computer und Telefone zum Arbeiten, aber Drucker und Tischventilatoren nicht. Fallen im industriellen Umfeld Produktionslinien aufgrund eines Stromausfalls aus, entstehen teure Schäden. Jedoch kann auf Telefon und unnötige Beleuchtung während dieser Zeit verzichtet werden. Die Aufteilung in kritische und nicht kritische Anwendungen stellt nicht nur sicher, dass die richtige USV ausgewählt wird, sondern vermeidet auch eine unnötige Überdimensionierung. Die Auswahl der richtigen USV ist auch von der USV-Technik abhängig. Line-interaktive Geräte sind bis zu einer Leistung von 3 kV-Ampere erhältlich. Bei einer größeren Last muss daher eine Online-USV-Anlage gewählt werden. Wenn die Last an der Grenze zwischen Line Interactive und Online-Technologie ist, muss die Art und die Wichtigkeit der Last beachtet werden. Eine Line Interactive USV ist optimal für weniger sensible Anwendungen wie Motoren, Pumpen oder Beleuchtungen. Eine Line Interactive USV ist auch geeignet für nicht kritische Server oder Telefonanlagen. Wenn die Last empfindlich bei Umschaltzeiten ist und diese zu einer unerwarteten Ausschaltung führen, ist Vorsicht geboten. Eine Online USV ist die optimale Wahl für sensible oder kritische Anwendungen jeder Größe. Nun haben wir die Leistung und die Technik festgelegt und widmen uns als nächstes der Installationsumgebung. Das Umfeld, in dem eine USV aufgestellt wird, kann eine wichtige Rolle für die Modellauswahl spielen. IT-Anwendungen können eine USV für Rack-Einbau benötigen, was für Industrieanwendungen eher selten der Fall ist. Wenn eine Rack-Einbau-USV benötigt wird, muss der Platz für die USV-Anlage verfügbar sein. IT-Manager bestücken den freien Platz im Rack bevorzugt mit Servern, anstatt mit Batterien. Die Tiefe des Racks ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Der Platz für die elektrischen Verbindungen an der USV-Rückseite ist mit einzuberechnen. USV-Anlagen für Bodenaufstellung sind im Gebäude leichter aufzustellen, benötigen aber eine geeignete Umgebung. Eine USV hat sensible elektronische Komponenten und ist somit nicht geeignet zur Aufstellung auf einem feuchten und staubigen Fußboden oder einem Dachboden. Auch im Winter müssen Batterien eine konstante Temperatur haben. Eine Umgebung mit Temperaturschwankungen ist nicht geeignet. Auch wenn für die USV keine sterile Umgebung gefordert wird, ist trotzdem ein separater, sauberer und temperaturgeregelter Raum ohne Betriebsamkeit der ideale Aufstellungsort für die USV. Sobald ein geeigneter Bereich für die USV und die Batterien gefunden wurde, müssen die räumlichen Anforderungen sowohl die Belüftung als auch Platz für die zukünftige Wartung des Systems berücksichtigen. Zum Beispiel haben einige USV-Anlagen rückseitige Lüfter und benötigen allseitigen Zugang für die Wartung oder den Batterieaustausch. In jedem Fall sollte rückseitig 300 mm Abstand eingehalten werden. Und die Möglichkeit besteht, die USV nach vorne zu ziehen, wenn sie sich neben anderen Geräten befindet. Bestimmte USV entlüften jedoch nach oben und benötigen nur einen Zugang von vorne für die Wartungsarbeiten. Andere Umgebungsfaktoren sind die Bodenbelastbarkeit, Luftfeuchtigkeit, korrosive Luft und Menschen. Der menschliche Faktor hat großen Einfluss auf eine USV-Anlagenumgebung, was oft vom Kunden vergessen wird. Befindet sich die USV in einer für den Lärmpegel geeigneten Umgebung? Eine USV sollte für nicht autorisiertes Personal unzugänglich sein, um den unterbrechungsfreien Betrieb nicht zu gefährden. Nachdem ein geeigneter Standort für die USV gefunden wurde, sollte über die Ausfallsicherheit nachgedacht werden. Für die anspruchsvollsten Anwendungen bieten größere USV die Möglichkeit, parallel geschaltet zu werden. Hier versorgen zwei oder mehr USV-Anlagen die Last redundant. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Redundanz zu erreichen. Eine standardmäßige N+1 redundante USV-Lösung wird erreicht, indem zwei USV-Anlagen gleicher Leistung die Last versorgen. Wenn ein Fehler in einer der USV-Anlagen auftritt, übernimmt die zweite USV die Last vollständig. Alternativ ermöglicht eine modulare Konfiguration, bestehend aus mehreren Modulen innerhalb eines einzelnen Systemschranks, sowohl zukünftige Erweiterungen als auch Redundanzen. Mehr als zwei USV-Anlagen können, falls erforderlich, parallel geschaltet werden, um ein System mit mehreren MVA herzustellen.
oder um eine größere Redundanz zu erreichen. Die Befolgung der Richtlinien in diesem Video helfen bei der Herstellung eines sorgenfreien USV-Systems. Danke fürs Zuschauen.